Wir können ein Kanban-Board in Jira natürlich individuell gestalten und die Einstellung anpassen. Im vorigen Video haben wir bereits besprochen, wie wir ein Kanban-Board erstellen und die Spalten anpassen. Im folgenden Video möchte ich nur auf die Quick-Filter eingehen. Quick-Filter sind eine Funktion im Jira Kanban-Board, die es dir ermöglichen, schnell und einfach bestimmte Tickets oder Aufgaben anzuzeigen. Gerade bei einem großen Backlog ist es schwer, Übersicht zu erlangen. Genau da helfen Quick-Filter. Achtung, nur Jira-Admins oder Board-Admins können diese Änderung durchführen. Hier sind einige Beispiele für Quick-Filter, die du in Jira erstellen könntest. Nicht zugewiesene Tickets, also ein Filter mit allen Vorgängen, die noch keinem zugewiesen sind. Projektfilter, du könntest einen Quick-Filter erstellen, um nur die Tickets in einem bestimmten Projekt anzeigen zu lassen. Status, du könntest einen Quick-Filter erstellen, um nur die Tickets mit einem bestimmten Status anzeigen zu lassen, zum Beispiel in Arbeit oder Fertig. Benutzer definiert. Du könntest auch einen benutzerdefinierten Quickfilter erstellen, indem du mehrere Kriterien kombinierst, zum Beispiel Tickets, die dir zugewiesen sind und die in einem bestimmten Projekt sind. Diese Woche fällig. Zeig dir alle Aufgaben an, die diese Woche fällig sind. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen Filter für hochpriorisierte Aufgaben anlegt. Alle weiteren JQL-Befehle findet ihr dann in der Videobeschreibung. Um einen Quickfilter zu erstellen, müssen wir dem entsprechenden Kanban-Board oben rechts in die Board-Einstellung gehen. Hier wählen wir dann links die Quick-Filter aus. Diese drei Felder werden wir jetzt ausfüllen. Als Beispiel lege ich einen Quick-Filter an, der mir alle Vorgänge mit hoher Priorität anzeigen soll. Der Name ist dann also hohe Priorität. Unser JQL-Befehl wäre dann Priority ist gleich High. Unsere Beschreibung: alle Vorgänge mit hoher Priorität. Dann klicken wir auf Hinzufügen und können über den Button oben rechts wieder zurück zu unserem Board gehen. Direkt über unserem Kanban-Board sehen wir nun die bereits vorhandenen und zusätzlich unseren eben erstellten Quick-Filter. Wenn wir jetzt unseren Quick-Filter anklicken, werden diese Filterkriterien entsprechend angewandt. Ich kann diesen Filter jetzt auch wieder deaktivieren, indem ich ihn wieder anklicke. Oder ich habe einen Filter bereits ausgewählt und füge noch einen hinzu, um die Filter zu kombinieren. Alle Vorgänge mit hoher Priorität, die mir zugeordnet sind. Um die Quick-Filter zu löschen, gehen wir wieder in die Board-Einstellung, Quick-Filters und können hier auf Löschen klicken. Thank you.